Ladies and Gentlemen, heute sind die Perks von Mirage am Start und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Mobile Video. Wir fangen direkt an. Auch Mirage hat ein paar richtig interessante Perks, aber nicht viele. Aber dafür sind die, die am Start sind, die gut sind, richtig gut, wie ich finde. Geht runter wie Öl, erster Perk, wird ein Köder erschossen, droppt ein Holospray. Warum, frage ich mich. Wie immer, Evo-Schild bei einem Finisher, 100 Schaden zum Pimpen. Obendrauf, wir haben ein Mirage-Meisterschaftsplakette. Dann haben wir auf Witz-Seite, wirst du wiederbelebt, werden du und dein Squad-Mitglied getarnt, also unsichtbar, kennen wir von Mirage. Ein Pose-Emote von Mirage, wir haben sie da drüben nach. Aktiviere automatisch einen Köder, wenn deine Gesundheit unter 50% sinkt. Das ist geil. Das wird mir jetzt erstmal bewusst, wenn du da rumballerst und rumballerst, der Gegner klatscht dich fast weg. Auf einmal geht da ein Decoy los. Das verwirrt erstmal. Eigentlich gar nicht so schlecht. Als nächstes haben wir tödliches Momentum. Der Einsatz eines Finishers. Deines Finishers natürlich verkürzt die Abklingzeit deiner Ulti um 50%. Wir haben ein Apex Pack. Wasserdichtes Alibi. Der Einsatz deines Finishers erzeugt einen Kühler und tarnt dich 2 Sekunden oder bis du feuerst. Dann haben wir Cheesy, das letzte Emote hier ganz rechts. Dann haben wir für meinen ersten Eindruck, deine Ulti erzeugt Köder in Gestalt eines deiner Squad-Mitglieder. Das ist stark. Das ist wirklich stark, weil ein offensichtlicher Köder von Mirage ist meistens nur mal offensichtlich. Wenn da aber auf einmal ein Mirage, also ein Core-Stick oder ein Pathfinder stupide gerade ausläuft, dann sieht das erstmal nicht nach einem Köder aus. Finde ich krass. Köder, die du da. Köder pingen Gegner in einer bestimmten Entfernung, können aber nicht gesteuert werden. Das ist auch ein richtig geiler Perk. Das ist, wenn nicht sogar einer der stärksten Perks, die ich bis jetzt überhaupt in Apex Legends Mobile lese, wie ich finde. Steuerst du erste Mal so einen Fuzzi da rein, irgendwo in die krasse Zone und er pingt dann einfach den Gegner. Das ist schon, wenn du nicht weißt, wenn du keinen Bloodhound dabei hast und nicht weißt, ob da ein Gegner ist, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Einwandfrei. Natürlich, wenn es in einem Gebäude ist, wird er wahrscheinlich nicht in der Lage sein, das zu pingen, wenn du dich außerhalb des Gebäudes befindest. Muss man mal sehen. Irritationsmantel wäre der letzte Perk. Verlierst du einen Köder, bist du 2 Sekunden oder bist du feuerst unsichtbar. Das war's zu Mirage und seinen Perks. Ladies and Gentlemen, ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.